Herr Mayer, was müsste Ihrer Meinung nach geschehen, um wieder mehr Menschen zu erreichen? Vielleicht mehr Transparenz, weniger komplizierte Regeln, nicht dieses ewige, ständige Auf und Ab, wie wir jetzt bei den Osterfeiertagen erlebt haben. Was meinen Sie? Also gut, das war natürlich, wie hat es gestern meine Kollegin Steffi Staus formuliert, keine Glanznummer, die da abgeliefert wurde. Das ist völlig richtig. Aber ich würde sogar fast sagen, im Sinne dessen, was der Herr Holt gerade gesagt hat, war es vielleicht noch gar nicht mal so schlecht, dass das gestern so gelaufen ist, weil man nämlich dann die Chance auch durchaus hatte zu sagen, Moment mal, wir haben da einen Fehler gemacht und den haben wir auch korrigiert. Und das muss möglich sein. Ist auch egal, wie viele jetzt schimpfen über die alle, aber das muss möglich sein. Das immer, ich glaube fast, dass wir mit dem alle mal ein bisschen runterkommen und alle mal als Menschen einfach zu sehen. Menschen, die Fehler machen, Menschen, die eben auch ihre guten und schlechten Seiten haben. Das würde ja uns insgesamt viel mehr klar machen. Die sind auch nicht besser und schlechter eben als die anderen. Also da sehe ich zumindest einen gewissen Ansatzpunkt. Nun weiß ich auch nicht, wir versuchen, ich meine, es wird hunderte von Predigten geben, Herr Landesbischof, wo das ja durchaus gesagt wird. Und ich denke, also jedenfalls, ich stehe jetzt für eine Generation, da bin ich ja auch nicht der Einzige, der immer wieder versucht, in der Berichterstattung das auch klar zu machen. Und Politiker reden, da wird es auch vorkommen. Aber ich sehe da den einzigen Ansatzpunkt, einfach zu sagen, verzeihen oder sagen wir mal, Fehler machen. Muss jedem erlaubt sein, egal wie hoch, bis zum US-Präsidenten, ganz egal, Papst, wer auch immer auf Erden. Und auch verzeihen muss auch möglich sein. Aber, und das finde ich jetzt wieder gut, dass die Kanzlerin es gestern gemacht hat und der Ministerpräsident Söder auch und übrigens auch der Herr Laschet, habe ich heute gesehen, sich ganz einfach entschuldigen. Da bricht sich kein Mensch den Zacken aus der Krone. Und wir zum Beispiel haben die Aufgabe, es dann aber auch zu zeigen und zu berichten. Das findet leider auch nicht immer so statt, dass man dann die Rehabilitation, wenn man mal so will, auch das ist ja so ein Punkt immer, der kommt dann immer nicht mehr. Wenn dann jemand dann tatsächlich freigesprochen worden ist, das spielt dann keine Rolle mehr. Also ich will damit nur sagen, wir müssen da schon bei uns jedenfalls auch selbstkritisch damit umgehen, versuchen das auch, gelingt uns aber nicht immer zu sagen, also da gibt es einfach schon Punkte, wo wir ganz gezielt darauf achten müssen, dass wir das eben aufgreifen wieder und sagen, okay, da war die Geschichte, wir sagen aber auch, wir erzählen sie quasi zu Ende. Darf ich dazu ein Wort sagen? Natürlich. Ja, also ich möchte es gerne aufgreifen. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe etwa im Reformationsjubiläumsjahr 2017, wo es um Martin Luther ging, 500 Jahre Anschlag der Ablasthesen an der Schlosskirche in Wittenberg. Da habe ich immer mal wieder darauf hingewiesen, dass die erste dieser Thesen, die wir da gefeiert haben, 500 Jahre, eine These über die Buße war. Das ist kein beliebtes Wort heute, aber weil unser Herr Jesus Christus gesagt hat, tut Buße, deswegen soll unser ganzes Leben Buße sein. So hat Luther damals in der ersten These gesagt. Und es hat was sehr Modernes. Das ist erstmal so was aus vergangener Zeit und wo du nicht so gerne das Wort Buße hörst du nicht so gerne. Es ist ja auch oft genug missbraucht worden. Aber die Selbstdistanz zu gewinnen, also immer mal wieder zu sagen, lebe ich eigentlich richtig oder mache ich das eigentlich richtig, was ich da die ganze Zeit mache? Es ist doch was ungeheuer Produktives für das eigene Leben, aber auch für das öffentliche Leben. Und deswegen habe ich damals dann schon immer in diesem Jahr immer wieder in Vorträgen auch gesagt, genau das brauchen wir heute in der Politik, dass es möglich ist, dass man Fehler eingesteht und dann eben auch neu anfangen oder beziehungsweise dazulernen kann und weitermachen. Und das sage ich dann auch immer, deswegen ist es gut, dass Sie jetzt da heute sitzen, Herr Mayer, dass die Medien das eben dann auch anerkennen müssen und nicht einen Menschen hinrichten oder runtermachen, wenn er einen Fehler eingesteht. Und deswegen hat mich das sehr berührt, was wir diese Woche da erlebt haben. Und ich habe auf Facebook auch sofort einen Post gemacht und habe gesagt, was die Kanzlerin da jetzt gemacht hat, ist ein Zeichen von Größe, ein Zeichen von Souveränität. Sie hat den Fehler erkannt. Das ist natürlich entscheidend, dass man einen Fehler anerkennt. Und dann hat sie signalisiert, dass man aus diesem Fehler lernt. Und sie hat Verantwortung übernommen, anstatt, wie wir das normalerweise gewohnt sind, das irgendwie auf andere abzuschieben, obwohl da auch ziemlich viele mit am Ball waren. Sie hat die Verantwortung übernommen. Und jenseits aller politischen oder parteipolitischen Fronten das anzuerkennen und einander das einzuräumen, dass wir Fehler machen, insbesondere in dieser so schwierigen Zeit, wo all die Menschen die politische Verantwortung tragen,
permanent mit Dilemmasituationen konfrontiert sind, wo du nicht rauskommst, ohne irgendjemand was schuldig geblieben zu sein, dann zu wissen, ich darf Fehler machen und ich darf auch auf Vergebung hoffen, ich darf um Verzeihung bitten, das ist politisch eine ungeheuer produktive Sache. Und dann sage ich noch dazu, wir haben ja eine Jahreslosung. An Neujahr predige ich dann immer jetzt im Moment im Berliner Dom, weil ich Ratsvorsitzender bin, über die Jahreslosung. Und die heißt in diesem Jahr, seid barmherzig, weil so wie euer, seid barmherzig miteinander, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das Stichwort Barmherzigkeit ist, glaube ich, jetzt ungeheuer wichtig. Lasst uns miteinander barmherzig sein. Und es gilt auch Politikern, die Fehler machen. Aber auch in all dem, was wir miteinander in dieser genervten Atmosphäre, wo uns die Nerven eben auch durchgehen, immer mal wieder innehalten und sich dran zu erinnern, wie sehr wir selbst auf Barmherzigkeit angewiesen sind. Und daraus dann vielleicht die Kraft der Barmherzigkeit gegenüber anderen zu geben. Wenn ich da noch kurz einhaken darf, das finde ich genauso auch. Und das Problem ist eigentlich nur, es darf keine Eintagsfliege bleiben. Und es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit werden, was in dieser Woche passiert ist. Man kann nur hoffen, dass es so bleibt, weil es gibt ja viele solche Beispiele, wo wir einfach immer hinterher gesagt haben, wieso stellt sich jemand dann nicht einfach hin und sagt, pass mal auf, das war so. Selbst in der Maskenaffäre jetzt, ganz aktuell. Herr Sauter hätte sich doch sogar, warum muss die Geschichte mit dieser Spende, die nachträglich da noch gekommen ist, wo man nicht so genau weiß, ob das überhaupt in dem Zusammenhang war, warum nicht einfach sich hinstellen und sagen, okay, ich habe eine Anwaltskanzlei, ich habe da einen Beruf, in der werden Verträge geschlossen, da gibt es auch Provisionen, das ist gar nichts Ungewöhnliches in der Wirtschaftswelt und ich habe nur einfach nicht dieses Feingefühl gehabt, im Zusammenhang mit der Maskenaffäre und der Pandemie zu erkennen, dass es da nicht schön ist und nicht gut ist und auch nicht gut kommt, damit Geld zu verdienen. Also allein das würde auch, das wäre eine Möglichkeit, einfach aus so einer Geschichte auch zu lernen. Und das können die wenigsten Politiker. Gerade in der Politik, Herr Holt, muss ich das immer wieder feststellen, das war ja wir erinnern uns, Bundespräsident Wulff. Und ich kann mich an fast keinen Fall erinnern, wo es am Ende wirklich ein juristisches Debakel geworden wäre oder jemand wirklich verurteilt worden wäre, wo ich immer denke, das ist für mich die letzte Instanz, die muss eigentlich zählen. Sondern es ist dann immer so gewesen, dass man halt bei diesen moralischen Verurteilungen einfach die Chance haben muss, sich entschuldigen zu können. Aber das muss dann auch geschehen. Ich möchte da gerne noch einen Schritt nach Möglichkeit weitergehen sogar. Also Fehlerkultur, keine Frage. Fehlerkultur brauchen wir in der Politik viel mehr. Auch die Bereitschaft, Fehler zuzugeben. Ich fand das übrigens auch gut, nicht nur, dass die Kanzlerin sich entschuldigt hat, sondern dass dann auch andere gleich gesagt haben, wir sollten vielleicht auch aufhören, Beschlüsse nachts um 2 und um 2:30 zu fällen. Auch das ist ein Teil von Fehlerkultur, wo man eigentlich auch zeigt, dass da auch Menschen dahinter sind. Ich glaube generell, dass wir in der Politik auch weniger das Floskelhafte, weniger das Diplomatische pflegen sollten, sondern dass man viel öfter auch den Menschen rauskehren sollte. Ja, und wirklich offen und ehrlich sagen, was einem passt oder nicht passt. Wir kennen das von den Fußballern, ja, die haben alle einstudierte Sätze und deswegen will nach dem Spiel keiner mehr einen Fußballer hören, weil ich weiß, es kommt immer dasselbe, wir müssen nach vorausschauen auf das nächste Spiel. Und wir stellen immer die Zeit Fragen. Müssen genauso aufpassen, dass wir nicht so werden. Also da gab es gestern auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger, der hat sich einfach hingestellt und hat gesagt, mir stinkt es, dass versucht wird, mich mit Falschbehauptungen in den Dreck zu ziehen. Und plötzlich haben die Menschen ihm zugehört und haben zugehört, ja, er hat auch Masken bestellt, aber er hat erstens selber nichts dafür kassiert, zweitens wollte er damit die heimische Wirtschaft stärken, er wollte die Produktion in Bayern damit ankurbeln. Und die anderen, die jetzt behaupten, sie seien Gewehr bei Fuß gestanden, die haben heute noch keine Zulassung für diese Masken. Und außerdem gehört die Firma dann irgendeinem Mittelstandsunion angehören, da hätte er einen Skandal gehabt. Das sind Dinge, die hätte man sonst gar nicht gehört, glaube ich. Die hätten die Menschen auch nicht hören wollen in dieser Krise. Aber weil sich da einer hinsteht und sagt, der stinkt mir jetzt, wie mit mir umgegangen wird, plötzlich hat man ihm zugehört. Und das Ergebnis war, dass auf sozialen Medien eigentlich eine Masse von Menschen gesagt haben, du hast recht, endlich stellt sich auch mal einer hin und sagt, es reicht jetzt, wie mit Politikern umgegangen wird. Und ich glaube, das ist etwas, was wir einfach auch wieder mehr machen müssen. Es müssen keine geschwurbelten Sätze sein, es muss auch nicht alles
fernsehreif sein, da soll irgendeiner mal auf den Tisch hauen und sagen, was ihm nicht passt, dann entfernen wir uns weniger von den Menschen.